Zeit auf dieser Erde ist endlich. Und auch wenn viele dir sagen, du bist noch jung, du hast noch Zeit, kann dir keiner von diesen Menschen auf dieser Welt garantieren, ob du morgen noch gesund aufwachen wirst oder nicht. Ob du morgen noch gesund nach Hause kommen wirst oder nicht. Und ich sage das dir nicht, um den Teufel an die Wand zu malen. Ich will dir nur lediglich eine neue Perspektive auf diese Dinge geben. Denn eine Sache, die ich in den letzten Wochen und Monaten realisiert habe, ist, dass ich viel schneller denken und handeln muss, als ich es jetzt gerade tue. Falls du neu bist auf meinem Kanal, mein Name ist Thailand und letztes Jahr habe ich es geschafft, mit meiner Agentur über 100.000 Euro Umsatz zu erwirtschaften. Dieses Jahr sind wir schon bei 15.000 bis 20.000 Euro Monatsumsatz und letzten Monat, den August 2023, haben wir mit knapp über 30.000 Euro Monatsumsatz abgeschlossen. Ein Rekord für uns. Aber warum war das so? Es haben sicherlich viele Dinge eine Rolle gespielt, die dazu geführt haben, dass der letzte Monat bei uns ein Rekordmonat war. Aber einer der größten Punkte war, dass sich mein Mindset geschiftet hat. Und dazu gibt es ein sehr, sehr interessantes Prinzip, was ich dir heute mitgeben möchte, nämlich das Parkinson'sche Prinzip. Und das Parkinson'sche Prinzip besagt, dass die Arbeit sich in dem Maße ausdehnt, wie Zeit zur Verfügung zur Erledigung dieser Arbeit bereitsteht. Aber was heißt das genau? Das bedeutet einfach nur, dass Menschen dazu neigen, ihre Arbeit so zu organisieren, dass sie die zur Verfügung stehende Zeit komplett ausfüllen, unabhängig davon, von der tatsächlichen Komplexität und Umfang der Aufgabe. Dazu mal ein Beispiel aus der Schulzeit oder Studienzeit, was die meisten kennen sollten. Ich zumindest kenne es aus meiner Studienzeit. Du musst eine Hausarbeit abgeben und du hast 3 Monate Zeit dafür. Wann fängst du an, dich um diese Hausarbeit zu kümmern? Eine Woche vorher. Zumindest war es bei mir so. Du nutzt nie direkt die erste Woche in diesen 3 Monaten, sondern du wartest bis zur allerletzten Woche, bis du sie abgeben musst. Und dann krickelst du irgendwas hin, kopierst dir irgendwas raus, schaffst es irgendwie, diese Hausarbeit fertig zu kriegen, gibst sie ab und kommst irgendwie durch. Jetzt ist die Frage, hast du 3 Monate für die Hausarbeit gebraucht oder hast du nur 1 Woche für die Hausarbeit gebraucht? Das heißt im Umkehrschluss, wenn du gerade dabei bist, deine Agentur aufzubauen oder zu skalieren, schiebe die Dinge, von denen du weißt, dass sie dich vorantreiben, nicht auf die lange Bank. Wenn zum Beispiel eine Website das Vertrauen deiner potenziellen Kunden erhöht und es dir einfacher macht, deine Dienstleistung zu verkaufen, dann verschiebe es nicht auf das nächste Quartal, sondern kümmere dich jetzt am Wochenende darum. Heutzutage gibt es so viele Softwares, so viele Drag-and-Drop-Softwares wie WordPress, wie Squarespace, wie Webflow, in denen du es wirklich alleine schaffen kannst, in einem Wochenende eine halbwegs passable Webseite aufzubauen. Oder du suchst dir einen Freelancer auf Fiverr, auf freelancer.de, auf Malt und entscheidest dich dort für einen Freelancer, der dir dabei hilft, das Ganze aufzusetzen. Aber schiebe es nicht auf die lange Bank und mach das Ding nicht größer, als es eigentlich ist. Wenn ein CRM dir hilft, mehr Schlagzahl zu fahren und dementsprechend mehr Umsatz zu machen und deinen Vertrieb auch zu strukturieren, dann setze es in 4 Stunden auf. Du brauchst keine 3 Monate dafür. Wenn du einen internen Videokurs aufsetzen möchtest, um deine eigenen Mitarbeiter zu schulen, dann mach das an einem Wochenende. Skripte das Ganze am Samstag. Nimm das Ganze am Sonntag auf und lad das Ganze hoch. Dafür brauchst du nicht 3 Monate. Du verstehst sicherlich den Gedankengang, den ich damit meine. Bei uns konkret in der Agentur sah das wie folgt aus. Ich wusste, wenn ich AdLeads skalieren möchte, brauche ich Mitarbeiter im Vertrieb. Ich brauche Manpower, die mit mir den Vertrieb stemmen, damit mehr Schlagzahl gefahren wird, mehr Qualifizierungstermine reinkommen und dementsprechend mehr Sales Calls und mehr Sales stattfinden. Als ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich mich an einem Wochenende hingesetzt, habe den Funnel, habe die Ads, habe die Creatives aufgesetzt, also alles, was ich brauche, um Bewerber für meine Vertriebsposition zu finden. Am Montagmorgen gingen die Ads live. Montagnachmittag kamen diverse Bewerber rein. Über die Woche hinweg habe ich die ersten Erstgespräche geführt und am Freitag in der gleichen Woche hatte ich schon einen qualifizierten Bewerber bei mir im Vorstellungsgespräch. Ich habe diesen ganzen Prozess vorher so groß in meinem Kopf gemacht, dass ich gedacht habe, ich brauche dafür 3 bis 6 Monate, um diese Person tatsächlich zu finden, einzustellen, einzuarbeiten etc. pp. Also wir tendieren als Menschen wirklich dazu, die Dinge viel größer zu machen, als sie eigentlich sind und ihnen auch viel mehr Zeit zu geben, als sie eigentlich benötigen. Deswegen mein Appell an dich, schreibe dir die Dinge auf, von denen du weißt, dass du sie machen musst und dass die dir helfen werden, dein Business voranzubringen und gib ihnen wirklich realistische Zeiten, die du dafür brauchst, um sie zu erledigen und schreib nicht, ich muss eine Webseite machen, da muss ich die Texte schreiben etc. pp. Okay, das wird mich 3 bis 6 bis 12 Monate dauern. Brauch es nicht, es braucht eigentlich nur ein Wochenende fokussierte Arbeit und dann steht zum Beispiel eine Webseite. Falls dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da, abonniere den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Jeden Donnerstag kommt ein neues Video. Ansonsten hat es mich gefreut, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.